Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Shazam. Wir sind jetzt an der Stelle, wo wir beim letzten Mal draufgegangen sind. Das hole ich mir jetzt einfach mal. Ich habe alles wieder geholt, was wir vorher hatten und dementsprechend sind wir jetzt wieder on track, Mensch. Nebenbei habe ich auch noch statt einem Rubin und einem Topaz habe ich diesmal sogar einen Saphir und einen Diamanten bekommen. Mal gucken, was das alles noch so bringen wird, aber wow, lass mich in Ruhe. So, guck, hier ist wieder ein. Fühlt sich geschützt. Das finde ich gut. Ah, okay, die machen nur noch halben Damage hier. Boah, Alter. Ey. Sperrkobold, ey. So. Ich habe den Ledergürtel aber noch nicht angelegt. Den habe ich nämlich auch noch gedroppt bekommen von irgendwem. Sollte ich vielleicht mal machen. So, diesmal gehen wir ein bisschen gestärkter an die Sache ran, würde ich sagen. So, zack. Nee. Au. Mist. Na gut, den kann ich mir auch mal erlauben. So, und dafür hat es sich aber auch gelohnt. Ein Tonikum-Rezept. Mensch, guck mal an. So, in der Hand kann ich nichts. Ah, hier. Och Gott, ich habe so viele Dinge, die viel besser sind. Eine Keule. Ich nehme mal die Keule. Ich will mal gucken, was damit losgeht. Oh mein Gott. So unglaublich viel neuer Stuff. Ich lege sogar beide Ledergürtel an, weil ich einfach Ledergürtel mag. Ich pack mich einfach so überall Ledergürtel. Boah. So. Okay. Rezept für die Herstellung von Tonikum. Oh, okay. Okay, das macht zwar gut Damage, aber ich finde, zum Preis, ich meine, Reichweite ist auch gut, aber ich finde halt besser, wenn es schneller geht. Ich probiere mal die Peitsche aus. Peitsche finde ich gut. Ich habe noch einen Ledergürtel bekommen. Was ist denn los hier? Ledergürteltag oder was? Mhm. Na gut, wenn das klappt. Sehr schön. Ja, das gefällt mir. Das mit der Peitsche gefällt mir. Hört auf, da irgendwelche Schlüsse draus zu ziehen, Leute. Das ist nicht nett. Star. Was ihr nun wieder alle denkt. So, ich gehe nochmal hier zurück, weil ich glaube, das ist eine gute Idee. Nee, das ist keine gute Idee. Wir gehen straightforward. Komm. YOLO. Ich mache jetzt YOLO DPS, also von daher. Ich will mal gucken, was hier unten ist. Okay, also hier kann man sich nochmal durchsprengen. Oder wie auch immer, durchbuddeln. Vielleicht gibt es das auch. Okay, und hier ist einfach nur, wenn du runterfällst, dann bist du halt Noob, so nach dem Motto. Okay. Dann gucken wir nochmal. Oh, das finde ich gut. Wenn man damit auch fällt, dass man dann trotzdem den Schaden verursacht. Au! Okay, wir gehen erstmal hier unten lang. Na. Sind die Viecher auch nicht mehr so nervig? So, ah, hier haben wir auch noch was. Ein Ledergürtel, na, wer hätte es gedacht? Aber ich denke mal, nicht so ein guter Ledergürtel, oder? Nee. Alles so Standard-Ledergürtel. Mit diese Ledergürtel-Standards, nicht wahr?
So. Das ist aber auch echt nervig, so wie der fliegt. Na komm. Hau weg. So, was haben wir hier? Nichts mehr. Okay. Schön. 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 Nein, nein. Umgehauen, ohne dass er uns schadet. So. Ja, ist auch nicht so schlimm. So, okay, vielleicht doch. Ja, die Reichweite ist halt echt gut, ne? Also das muss man einfach mal so sagen. Mit der Peitsche kriegt man gut eine Strecke überbrückt. Au. Nee, oder? Was ein Vieh, ey. Das geht mir ja voll auf den Zünder. So, zack. Fertig ist das. So. Hat er nur davon. Von seinem Umgewerfe. So, ja. Hier hatten wir ja noch einen Punkt, wo wir speichern konnten. Das werden wir jetzt auch direkt mal tun. Weil, hey, voller Energie und so. Und den Kollegen hatten wir ja hier auch schon weg. So, sehr gut. So, und dann kommen wir jetzt hier in diesen dunklen Bereich und sind jetzt in den Katakomben. Ja, die Säge sieht nicht sehr vertrauenswürdig aus. Das muss ich mal so sagen. So, und dann können wir ja jetzt mal weitergehen hier. Naja, da einmal ran, hier ran, hier ran. Oder war das hier oben? Der Weg zum... Ja, okay. Hier ging es ja zu diesem Hub, den wir hier haben. Und ich würde gerne noch mal ganz kurz, weil mir das so aufgefallen war... War das hier? Ich muss kurz gucken. Ich muss kurz gucken, wo ich da rauskomme. Wie gehen wir hier rein? Bin ich jetzt dort? Ja, das passt. Denn es gab nämlich einen Punkt in diesem Bereich hier, wo man auf jeden Fall nochmal lang sollte. Weil da brauchten wir nämlich diesen Handschuh, um uns da festzuhalten. Und das ist mir nicht so eingefallen. Genau zu sein, bin ich da nochmal hingelaufen, aus Versehen. Wieder keine... Wow, cool. Ich wusste gar nicht, dass es hier sowas gibt. Wahrscheinlich kann man sich auch irgendwann einen Gegenstand holen, der einem solche Sachen anzeigt. Das ist ja praktisch. Ja, sozusagen nochmal anzeigen, so, okay, hier geht's weiter. Ah, nee, warte, das war hier nicht. Das war noch weiter in diese Richtung. Ja. Also, die Peitsche gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Oh, in den Dingern kann auch sowas drin sein. Das ist auch interessant. Mensch, hätte ich das gewusst. So. Kann man sich hier irgendwie festhalten? Nee. Gut. Ich glaube, es ging hier. Hier drum? Nee. Hier drum ging es nicht. Ich hätte anders gehen müssen, glaube ich. Es ist nicht sinnvoll, diesen Weg hier gewählt zu haben. Aber hey, wir haben ein Secret gefunden. Immerhin das. Na komm. Wow, ein leuchtendes Messer. Das ist vielleicht nochmal eine Sache, die wir gleich ausprobieren können.
Reichweite von so einem Messer ist, weil ich könnte mir vorstellen, dass das halt dann das Problem ist mit der Reichweite. Naja, hier war das. Hier war das, glaube ich. Hier war das. Genau, den Punkt meine ich. Und hier befindet sich nämlich noch ein Kollege, den wir befreien können. Danke, mir wurde in diesem Käfig langsam langweilig. Ich bin Duncan, einer der Bergarbeiter von hier. Weißt du, was das Einzige ist, was ich noch lieber mag, als Minerale auszugraben? Sie zu verarbeiten. Ich werde nach Carthas zurückkehren und die Ramme mal wieder in Betrieb nehmen. Komm mich besuchen, wenn du Minerale kaufen oder verkaufen möchtest. Mach ich. Sehr schön. Damit haben wir nämlich einen wichtigen Bestandteil des Dorfes sogar wieder intakt. Und zwar können wir jetzt, denke ich mal, so ein paar schöne kleine Waffenverbesserungen oder so bauen. Und das ist doch was Gutes. Das ist doch praktisch. So, deswegen gehen wir auch gleich mal in die Stadt. Ja, das wäre so viel einfacher gewesen, wenn ich einfach... Na gut. Ja, so... Hier könnten wir jetzt quasi Robe des Mönchs oder andere lustige Sachen machen. Medaillonwürde. Ja, ist natürlich schwierig immer zu sagen. Das ist jetzt eher so ein Magiebereich und den Magiebereich habe ich hier noch gar nicht. Ist denn mit Ramme gar nicht das gemeint? Ich dachte, er meinte damit die... Arbeiten und so. Ich liebe Carthas, aber hier zu wohnen hat auch noch einen Nachteil. Es gibt in der ganzen Stadt keine Bank. Deshalb habe ich mein Geld seit Jahren unten in den Minen vergraben. War vermutlich nicht das cleverste Versteck, denn jetzt wimmelt es dann nur so von Monstern. Es ist für mich zu gefährlich, dort herunterzugehen. Vielleicht könntest du nach meinem Geld suchen. Wenn du mir 3 meiner Geldbeutel zurückbringst, werde ich dich für deine Mühen entschädigen. Bitte nimm meine Schaufel mit. Du wirst sie brauchen, um die Beutel auszugraben. Interessant, interessant. So, hier kann man lustige Sachen kaufen und wahrscheinlich den ganzen Kram auch wieder verkaufen. Ich behalte das natürlich erstmal. So. Schaufel. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo man schaufeln konnte. Aber ich meine, hier war... ganz in der Nähe was zum Schaufeln. Oh. Ein bisschen Geld sammeln. Ja, ich bin jemand, der mehr hortet. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig. So, ich meine aber, hier konnte man irgendwo buddeln. Aber okay, gut zu wissen, dieser Schlick da unten, der haut einem prozentual die Sachen runter, denn früher hat das nur 3 Damage gemacht, auf jeden Fall. So, so und dann. Na, ich meine, hier war was zum Graben, okay. Müssen wir das denn jetzt ausrüsten irgendwie? Die Schaufel oder so? Schaufel, tatsächlich. Ah, okay. Da kann man so durch. Perfekt. Geheimvorrat. Sehr schön. Messer. Ich will mal gucken, was das Messer kann. Ja, aber es ist halt schon eine sehr harte Nahkampfwaffe, ne? Ich meine, damit kann man zwar... Nee, ich bleib bei der Peitsche. Die finde ich besser. Komme ich besser mit klar. Aua. Ja,
ist so. Ich meine, das ist, sind halt so Sachen. Au. So. Ich vergesse mal, dass man da zweimal draufhauen muss. Moment, war hier nicht auch was zum Graben? Nee, hier war gar nichts. Okay. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Ja, ich meine, das wäre halt schon praktisch, wenn man angezeigt bekäme, wo man dann noch graben muss. Das wäre natürlich wirklich eine ganz coole Sache. Aber naja, so ist das manchmal. Man kann ja nicht alles haben, nicht wahr? So. Kann ich denn hier nochmal den... Ach nee, das ist ja gar nicht hier. Das war ganz woanders. Mensch. Gehen wir einfach nochmal hier unten. Ach, das war die Geschichte mit dem Licht. Ah ja. Wo bin ich denn gerade, hä? Ach so, hier war das. Okay. Schön. So. Nachdem ich jetzt aber lang genug hier nochmal so durch die anderen Gefilde rumgedüdelt bin, würde ich jetzt auch gerne einmal hier weiterkommen und gucken, was wir hier noch so für spannende Sachen entdecken. Mit der neuen Peitsche. So. Folgen wir doch endlich mal dem anderen hier. So. Mist. Glatt ausweichen. Zu spät gecheckt, dass ich ja einen Ausweichknopf habe. Oh. Ah, okay. Also die Schlangen sind anders wie die Ratten. Die weichen nicht zurück, wenn man sie einmal hittet. Wichtiger Aspekt. Ist der Soundtrack nicht cool? Einfach nochmal so erwähnt haben. Ich finde den mega gut. Oh, hier ist direkt der nächste Kollege, den wir befreien. Hallo, ich bin eine der Bergarbeiterinnen, Ash. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich habe das Gefühl, dass die Minen erstmal nicht in Betrieb genommen werden. Aber zum Glück habe ich gelernt, wie man Tränke braut. Jetzt habe ich die Gelegenheit, meine Kenntnisse so richtig auszubauen. Ich werde in die Taverne zurückkehren und sofort loslegen. Sehr schön, sehr schön. Ach, siehste, ich muss ja noch zum Bürgermeister und ihm erzählen, dass ich den anderen Kollegen befreit habe. Oh. Da muss man aufpassen hier. Interessant, interessant. Okay. Okay. Ih, was ist das denn? Nee, komm, komm mal weg da. Aua. Ekelhaft. Ich will gar nicht wissen, was das für Viecher sind hier. Bah. Ekelhaft. Das ist ja ekelhaft. Das ist. Boah, nee. So Fleischmarkt-Döns, so. Bah, nee, komm. I'm out. Ah, wir haben schon wieder sowas. Und Putenschenkel. Ja, wenn man sofort drauf hält, dann passt das auch. Aua. Ih, die kann ja auch Fernkampf. Das ist ja. Das wusste ich ja auch noch nicht. Die Kobra kann also auch Fernkampf. Frechheit. Das ist irgend so ein Geist, okay. Ganz viele neue Gegner. Ah, so oben. Okay. Ah, das Symbol ist hier sehr, sehr oft vertreten. Ah, interessant. Schriften. In den letzten Tagen des Königreichs
Lünhain herrschte Chaos. König Trell hatte Steinmetze aus jeder Ecke des Landes für ein sehr wichtiges Projekt in die Hauptstadt bestellt. Nachdem sie angekommen waren, wurden die Arbeiter angewiesen, die Burg Stein um Stein auseinanderzunehmen und die Steine auf Karren zu verladen. Das könnte eine Gruppe von... Ach, Mann, was lese ich denn heute? Das könnte eine Gruppe tapferer Ritter unter der Führung von Cyrus Tifali nicht mit ansehen und so versuchten sie, den König gewaltsam aufzuhalten. Über 50 Krieger stellten sich König Trell. Ein blutiger Kampf brach aus. Einigen Erzählungen zufolge hat der König die meisten der Krieger persönlich niedergestreckt und wie wahnsinnig gelacht, während er das Blut seiner Untergebenen vergossen hat. Nur wenige der tapferen Ritter konnten dem Zorn des Königs entfliehen. Interessant. Heißt also, da war quasi so eine Art Völkerkrieg, Bürgerkriegmäßige Zustände. So, das ist schlecht. Noch geschafft, Leute. Ja, aufgepasst. Wow. Ah, okay. Das ist ja fies. Die können da so lang fliegen, wie sie wollen, und ich kann das nicht. Und das ist nicht gut. Aber na gut. Okay. Hier haben wir noch einen Rubin gefunden. Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber. Das ist bestimmt mal wichtig. Oh yeah. Eine Fliege. Gehen wir hier rein. Oh, perfekt. Ein Langschwert. Oh, okay. Das will ich mir mal angucken. Ein Langschwert klingt interessant. Ist zwar nicht ganz so... Zwar nicht ganz so gut wie die Peitsche, so von der Reichweite her, aber macht halt einiges mehr Damage. Also Schaden. Okay. So, wir gehen mal hier rein. Ah, sehr schön. Wir können den Hub freischalten. Sehr gut. Gibt es ja auch einen Punkt, wo man speichern kann? Nicht hier. Aber okay, dann können wir eh nochmal zurück in die Stadt, würde ich sagen. Aber dem Bürgermeister Bescheid sagen, dass wir hier seine halbe Stadt schon fast fertig zurückgeholt haben. Können wir auch direkt nochmal speichern. So machen wir das. So, und dann haben wir hier die Geschichte mit den Tränken. Schön, dich wiederzusehen. Wenn ich nicht gerade in den Minen arbeite, helfe ich Ethel mit der Bar aus. Ich glaube, das liegt mir ziemlich gut, aber ohne Rezepte ist es schwer, besser zu werden. Wenn du ein paar Rezepte für mich finden würdest, kann ich neue Tränke brauen, die dir helfen könnten. Bitte lass mich wissen, falls dir beim Erkunden welche begegnen. Wow, du hast ein Tonikum-Rezept gefunden. Jetzt kann ich einen Trank herstellen, der deine Mana-Punkte wiederherstellt. Ich werde es sofort in mein Menü aufnehmen. Cool. Das Tonikum war vorher nicht da. Wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, aber okay. Ja, ist doch schön. So, genau. Und dem anderen kann ja schon mal sein Geheimvorrat wiedergeben, oder? Konntest du meine Geldbeutel finden? Vergiss nicht, dass es insgesamt 3 sind. Ah, okay. Schön. So, dann klingel ich ihn mal an. Oh, fantastisch, du hast Duncan gefunden. Er arbeitet am härtesten, der geborene Bergarbeiter. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der Minerale so sehr mag wie er. Oh, den Wächtern sei Dank, du hast Ash gefunden. Einer meiner Arbeiter ist wie ein Teil von meiner Familie, aber Ash ist die Tochter, die ich nie hatte. Oh. So genau. Habe ich noch einen gefunden? Bitte such weiter nach dem Rest der Stadtbewohner. Ich wünsche, ich wäre eine größere Hilfe, aber ich bin nicht mehr so jung, wie ich einmal war. Okay. Dann machen wir das. So, übrigens,
nur mal so zur Nebeninfo. Hier ist übrigens auch ein Speicherpunkt, den ich nie benutzt habe, weil ich ihn nie gesehen habe. Toll, nicht? Ich dachte, da wäre halt auch einfach so ein etwas, was man dann... Aber na gut. So. Weiter geht's. Und zwar... Ich weiß noch nicht, wohin. Ja, wahrscheinlich hier lang, ne? Wow! Ja, super. Okay. Ist gar nicht so schlimm. Ja, für die sind Peitschen halt besser, weil... Boah, Dude. Schlag halt schneller, ey. Schön, Level up. Gut. Das muss ich ausnutzen, weil... Kann ich jetzt erstmal hier... Sehr gut. Ha! Dem habe ich direkt mal seinen Bumerang kaputt geschlagen. Das ist ja auch nicht schlecht. Ich habe Brot gefunden in einer Vase, die hier seit Jahrtausenden wahrscheinlich steht. Macht bestimmt Sinn, das zu essen nachher. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das gut finde, dass es hier so tief runtergeht. Aber... Okay. Ich fühle mich begünstigt. Das ist schön. Wow. Au. Du. Nein. Stop it. Irgendwie mag ich diese Käfer nicht. Die sind irgendwie ein bisschen... Bisschen nervig, aber naja. Ein Goldring. Oh. Ich würde mal an der Stelle sagen, wir gucken mal hier so ein bisschen durch. Bisschen weniger Mana-Punkte, bisschen weniger Ausdauer. Da würde ich schon den ledernen Armschutz hier nehmen. Und dann würde ich einmal kurz gucken, der Goldring, der macht halt Intelligenz hoch. Das bringt mir halt doch eher wenig. Von daher, nee. Oh, schön. So, dann kann ich jetzt aber auch hier wieder zurück. Ja, ich meine, es ist bestimmt auch irgendwann mal nützlich, Intelligenz zu haben, aber momentan halte ich das eher für eine semi-sinnvolle Geschichte. So. Na, jetzt geh halt. Nicht, Freundchen. Nope. Nochmal so nicht, Freundchen. So, was das hier ist, weiß ich nicht. Der Umriss einer Feder im Staub. Okay, ich brauche eine Feder. Oh. Ein Mehlsack. Soweit reicht die Übersetzung nicht, dass auf dem Mehlsack dann statt F für Flor, also Mehl, ein M ist. Aber okay, das ist nicht schlimm. Dieser Ort ist unglaublich. Ich habe in der letzten Stunde mehr über die Ladori gelernt als im vergangenen Jahr. Hier wurden viele Artefakte mit den Toten begraben, aber dieses sticht heraus. Diese Inschriften sagen, dass Ulak dem Schamanen befahl, seine Leute unter Tage zu bringen. Daraufhin widmete der Stamm seine Aufmerksamkeit dem Bau des Tempels, in dem du diese Schnitzerei findest oder siehst. Hier steht auch, dass zahllose Generationen der Ladori beim Bau des Tempels gestorben sind. Ihre Überreste wurden in diesen Katakomben verwahrt, um sich im Zeitalter der Dunkelheit wieder zu erheben. Wenn sie diesen Tempel errichtet haben, wo könnte er dann sein? Und warum war er so wichtig? Bitte geh ohne mich weiter und sieh nach, was du finden kannst. Ich werde zu dir aufschließen, sobald ich hier fertig bin. Mhm,
Alles klar. Ich sehe schon kommen. Der will doch nur wieder einen Endgegner mir überlassen. Na gut. Zu meinem Erstaunen haben wir die begräbene Stätte des Ladori-Stamms entdeckt. Es scheint, als würden sich die Gänge kilometerweit in alle Richtungen erstrecken. Damit wurde die Frage, wohin die Ladori gegangen sind, beantwortet und dadurch eine neue ersetzt. Was hat es mit diesem Tempel auf sich, dessen Bau sie ihr ganzes Leben verschrieben haben? Er muss immens wichtig gewesen sein, denn die Schriften sagen, dass zahllose Generationen während der Errichtung gestorben sind. Ihre Überreste wurden in den Katakomben aufbewahrt, um auf das Zeitalter der Dunkelheit zu warten, in dem sie ihrem Glauben nach wiedererweckt werden sollen. So. Ich habe Skepsis hier runter zu. Ah, nee, okay. Der dritte Punkt. Sehr schön. So, ich gehe nochmal speichern, weil ich glaube, ich ganz schön aufs Gesicht bekommen habe. Also die Ladori, wir sind in den Katakomben der Ladori jetzt gerade unterwegs und die wollten aber einen Tempel bauen und wahrscheinlich wird der Tempel der nächste Punkt sein, wo wir hin möchten. Mal schauen. Okay. Es ist eine lange und beschwerliche Reise gewesen, Ich glaube, dass wir die Burg von König Trell so gut wie erreicht haben. Falls die verlorenen Schätze von Lünheim hinter diesem Tor liegen, dann wird die Information, für die wir gezahlt haben, jede Münze wert gewesen sein. Dieser tollpatschige Dummkopf Drake ist auf eine Platte getreten, die eine Falle ausgelöst hat. Dadurch ist der Gang, durch den wir gekommen sind, zusammengestürzt. Jetzt bleibt uns nur der Weg nach vorn. Doch dieses Schloss irritiert mich. Es sieht viel jünger aus als der Rest der Katakomben. Genau wie diese Symbole. Was könnten sie bedeuten? Ich habe in meinem Leben schon viele Schlösser geknackt, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Vielleicht sollten wir einfach an dem Hebel ziehen und sehen, was geschieht. Aha, okay. Oh, das war, glaube ich, keine gute Idee. Gut, dass ich gespeichert habe. Aber okay, jetzt müssen wir hier ein bisschen weiter durch. Hör auf dann. Hör gar nicht mehr. Kann man die auch irgendwie abwerfen? Ah ja, okay, man kann die auch zerstören. Wow. Zielsuchende Teile sind aber geil. Wow. Knochenteufel. Mensch. Hält's eher durch Brute Force sozusagen wegbekommen, das Vieh aber auch. Aber wir sollten jetzt auch darauf achten. Oh, was ist das denn für ein Dude? Ah, okay. Okay. Ach, Mann. Ich vergesse mal, dass der das Teil hochwirft. Ich hoffe insgeheim, dass ich hier noch irgendwas finde. Oder so. So geht's auch. So geht's auch. Ein Level-Up ist auch vollkommen in Ordnung. Oh. Au. Okay. Da ist drüber springen die bessere Variante. Okay. Verstanden. Hopp. Hopp. Aua. Der ist doch nicht so weit, ey. Das ist gar nicht in meinem Dings rein. So, hier sind wir jetzt sonst irgendwo. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Aua. Mensch, geh weg. Okay. Die Assassinen. Assassin's Creed und so.
mal den Part hier an. Nachdem wir endlich den Mut gefasst hatten, an dem Hebel zu ziehen, haben Drake und ich uns aufgeteilt, um nach Hinweisen zu suchen. Ich habe hier unten mehrere Fresken entdeckt, von denen ich glaube, dass sie Hinweise zum Öffnen des Tores beinhalten. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, was sie bedeuten. Ich hoffe, dass Drake nicht in der Patsche steckt. Er ist vielleicht begriffsstutzig, aber ich könnte seine Hilfe beim Bekämpfen dieser Monster gut gebrauchen. Ja, ich habe jetzt noch nicht so wirklich eine Freske gefunden. Wow. Nope. Ach. Der hat doch weh getan. Das war nicht nett. Aua. Au. Stop it. Too much damage. Gerne erstmal ein. Okay. Ist das die Falle gewesen? Ach nee. Ist das Teil gewesen? Okay. Ah! Das darf ich verschieben. Okay. So, dann packe ich das mal dahin. Hier war jetzt ganz sinnvoll. Und dann da so runter. Ja, genau so war es gedacht, nicht wahr? So, jetzt geht das Teil auf. Und dann kann ich jetzt endlich irgendwo hin, wo ich wieder hoch nach oben kann, oder? Sieht mir sehr nach einem reinen Rätselbereich aus, weil hier noch nicht ein Gegner zu finden war. Aber okay, das sollten wir uns vielleicht merken. Dass hier sowas ist. Okay. Alles klar. Dann gucken wir mal nochmal kurz hier hoch. Ich hoffe mal, dass das letztendlich der Weg sein wird, um hier wieder erfolgreich rauszukommen. Genau, in diesem Fall zum Beispiel. Und genau, das ist nämlich perfekt, weil dann würde ich hier nämlich an der Stelle einmal abspeichern. Und dann bedanke ich mich natürlich, dass ihr soweit zugeschaut habt. Wünsche euch noch einen traumhaften Tagabend oder wann auch immer ihr da schaut. Und lasst natürlich gerne ein Like da oder ein Abo, damit ihr wisst, wie es hier weitergeht und wenn ihr es gut fandet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.